Hey ho und willkommen zurück zu Let's Play Fantasien. Und falls ihr es jetzt eingeschaltet habt, habt ihr einiges verpasst, auch einen Finalpunkt ab Episode 49. Deswegen empfehle ich euch von vornherein oben rechts auf das E-Symbol zu klicken bei YouTube, dann kommt ihr nämlich auf die Playlist von Fantasien. Und in der letzten Episode bin ich nochmal hier an Land gegangen, bis hierhin, bis mir aufgefallen ist, ich bin in Nordosten und nicht nach Nordwesten gelaufen, haben aber auch ein Symbol gefunden, die Dimension Box haben wir geleert, damit wir Erfahrungspunkte kriegen, wir haben eine Dungeon erreicht, könnte man theoretisch schaffen, war glaube ich Level 39er gewesen, wir sind jetzt 37, 38, aber ich möchte wirklich unbedingt erstmal die Missionen hier in der Reihenfolge abbauen, das heißt zum Beispiel hier in den Northwest, wo wir Level 37 sein sollen, mittlerweile sind wir ja ungefähr in diesem Bereich, wo es halt Sinn macht, das zu machen. Ich hoffe nämlich beim Abschließen dieser Mission, dass wir dann, sagen wir mal, Level 39, 40 sind und es hier ein bisschen einfach haben, auch weil ich schätze, da kommt auf jeden Fall ein Boss. Dann Restoring the Base, wir müssen Roboter finden, die überall verteilt sind. Wir haben schon viele gefunden, aber noch nicht alle. Ich glaube, wir haben jetzt noch 8 vor uns oder so. Dann gibt es noch eine Mission mit Level 40, da habe ich auch mich erst gar nicht drum konzentriert. Und also deswegen, wir machen jetzt die ganzen Quest-Level, Dimension Box, all diese Sachen. Und ich hoffe, ja, wir machen bald Fortschritte, wo die Dimension Box ist ja schon wieder voll fast. The Symbol. It's the God's Mark, but why is it here? Okay, ist das gleiche Dialog, was wir in der letzten Episode mit Valrika auch schon hatten. Gut. Und ich sag ja nicht ohne Grund, die Dimension Box ist fast voll, weil das geht doch relativ flott hier. Potion Large, okay. Schon 29, wisst ihr? Frozen Tundra Entrance. Ja, gehen wir mal rein. Also, unsere erste Dungeon in Anführungszeichen. Direkt eine Truhe gespottet. Sehr schön. Bestimmt am Anfang oder so. Ist das eine Höhle da hinten? Ich weiß gar nicht. Ich kann es nicht ganz gut erkennen. Da oben ist noch eine Truhe. According to information from the townsfolk, a meteor has fallen nearby. Kablam! Als wir letztes Mal einen Meteoriten erreicht hatten, war da drinnen tatsächlich Ys versteckt. Wir wurden ja getrennt im Wormhole, ab Folge 50 so einen Dreh. Und wie sieht die Karte aus, bevor ich irgendwie random rumlaufe? Wo kommen wir denn dorthin? Center, okay. Ich möchte gerne jede Ecke hier besuchen, um zu gucken, ob da versteckte Kisten sind. Klar, wir sind jetzt in neue Umgebung, das heißt, es kommen auch neue Bosse und Gegner. Was ist das denn? Bitte. Achso, der Roboter ist zuerst. Ah, ich habe nämlich gerade gedacht, ob ich vielleicht nicht. Crystallander, Eisler. Ich glaube, Elektro wird bestimmt hier nicht so viel bringen, oder? Na komm, kriege ich. Ne. So. Okay, normal. Ja, ich glaube, hier mit dieser Attacke ist das ziemlich schnell weg, oder? Den ist deutlich stärker, als ich gehofft habe. Ach komm. Hoffentlich kriegen wir dann dementsprechend mehr Erfahrungspunkte, um schneller zu leveln, weil der war doch ein bisschen knackiger von der Stärke her. Da mache ich die andere Attacke. Ich will nicht zu viele MPs verbrauchen von vornherein. Vertruf hier. So, okay. Vielleicht muss ich die Dimension Box vorher leeren. Alter, nichts bekommen, Alter. Uff. Okay, lasst mich mal gucken. Ah, nein. So, Skills. Ach. Skills Growth Map. 6 SPs haben wir. Mist, ich brauche schon irgendwie. Hier, Solar Flare brauche ich. Also würde ich gerne haben. Klingt schon krass, aber hier 10 Punkte, 8 Punkte. Das ist nicht ohne. Fight Damage Up. Increase the amount of damage inflicted by fight. Ich muss in die Richtung gehen. Ist bestimmt richtig nice, wenn man das freigeschaltet hat. Ja, alles braucht. Das alles braucht schon 18 Punkte. Uff. Hm. Da
Das heißt, ich muss dafür sorgen, dass Leo nicht dabei drauf geht. Da oben ist eine Höhle, oder? Ist das nicht da oben? Wobei, es ist so schwer zu erkennen. Also, ich meine, auf dem PC oder auf dem großen Monitor seht ihr das wahrscheinlich besser als ich auf dem Handy. Aber trotzdem. Eis Orbius. Ach, das ist die kleine Attacke, ne? Ja, weil die große Attacke hat keine Durchdringung, nämlich. Bitte sei wenigstens mindestens gelb. Rot wäre natürlich besser. Oh. Gut, der Roboter gibt den auch richtig. Mhm, mhm. Vielleicht muss ich die Edelsteine austauschen in Ice Resistance. Alter, der obere hat rot. Der untere, okay, ja. So. Ach, jetzt habe ich verfehlt wieder. Ey, man muss immer so vorsichtig tippen mit dem Joystick, weil das Game ist so extrem empfindlich. Es ist ja nicht so klassisches Schachbrettmuster, sondern wirklich freie Handmittelpositionen. Und dann passt man einmal nicht auf und dann so... Ah, wisst ihr? Wobei, gut. Hätte schlimmer kommen können, aber dennoch. Dass ich mit Leon nicht um die Ecke smashen kann, ist halt so ein bisschen. Wobei, ich mache jetzt diese Superattacke. Was waren das? 5000 Schaden? Über 5000 Schaden? Dann wird er wahrscheinlich auch so um 5000 Lebenspunkte haben. So. Jetzt wird es wieder nerviger. Aber wenigstens drei in einer Reihe. Alter, wie einfach nichts passiert. Habe ich auch keine irgendwelche Attacken? Gut, den einen kriege ich auf jeden Fall weg, den zweiten... Ja, auch, okay. Ich muss mit den Edelsteinen arbeiten. Ich wünschte, Valerika hätte wenigstens auch ein Skilltree. Da könnte man doch bestimmt einiges rausholen. Es ist auch die Frage, ob sie sowas kriegen kann. Aber die wird in diesen Skilltree-Ding ja auch eingeblendet. Also vielleicht gibt es da eine Möglichkeit. Wie sieht es dann mit der Party jetzt aus? Ja. Okay, der hat schon ein bisschen MPs verloren, aber es ist noch machbar. Genau. HP Every Turn finde ich doch ziemlich wichtig. Oh, HP ab 4. Wobei, vielleicht macht das mehr Sinn. MP macht auch... Alles macht irgendwie Sinn. Wisst ihr, Ice Resistance sogar 3. Haben wir sogar richtig nice Saphire gefunden dafür. Earth Resistance, Holy Dark, Slow Dark, Sleep, Mist. Kill Bonus MP. Piercing Death. Ich probiere es mal aus. Ob es tatsächlich Piercing Attacks now pierce an enemy's guard, ignoring their defense. Ach, das war gegen die Goblins. Okay, nee. Ich dachte, es wäre so, dass vielleicht eine Attacke jetzt einen Gegner weiter durchdringen kann, falls es vorher gar kein Gegner durchdringen konnte. Das wäre auch natürlich nice. XP Gain Up, sogar 2. Vibran und Familiar Stone. Boah, das wäre schon krass. HP. Was hatte ich vorher? HP Every Turn. Ja, den habe ich nicht drin. Survival Instinct finde ich auch sehr wichtig. Weil der gibt ja am Anfang vor allem diese Schutzschilder. Und den kann man ziemlich nice auf Support spielen. Ich habe auch allgemein nichts mehr so, wo ich sagen könnte, okay, machen wir. Anima Globe. War das nicht vorher 69? Na egal. HP Every Turn. Ja, die will ich gerne auch so behalten. Bei ihr kann man diesen Ring halt austauschen. Da gibt es nämlich eine Alternative, Cyclone Ring. Plus 42 Verteidigung, plus 5 und Speed Up. Ich finde Auto-Region ein bisschen besser und wichtiger. Ja, da bin ich echt in so einem kleinen Konflikt hier mittlerweile. Damals hatten wir echt gar keine freie Wahl. Das war wirklich linear bis zum Boss. Bis Episode 49. Jetzt, wo wir dann Skill-Trees bekommen haben und alles, haben wir jetzt ein bisschen mehr Möglichkeiten. Aber ich sehe schon, es kommt. Die Dimension Box wird vorher voll sein. Ja. Ja.
Komm, lass mich wenigstens die Truhe. Wenn da jetzt eine richtig krasse Waffe ist, man weiß ja nie. Iris Quartz. Ich glaube, ich heile mich lieber. Achso, ne, der nicht. Weil die Dimension Box wird sich überfüllen. Das hier. Ich denke, ich werde das auch nicht jinxen. Ich werde es direkt machen. Dann haben wir schon mal 4 Gegner weniger. 4 Eisgegner vielleicht weniger von diesen fetten fliegenden Kristallviecher, was wir eben gesehen hatten. Oder diese komische Kugel. Hauptsache die wieder. Okay. Erstmal überlegen. So, Feuer. Was ist das? Dunkel. Das heißt... Eisorien... Valerika wird Probleme kriegen. Na gut, komm. Machen wir die beiden weg. Ach, der eine hat es noch überlebt. Mist. Ja, komm, krieg dich. C kommt länger nicht mehr. Also krieg ich mehr Hits, aber... Mehr Hitze ist mir gerade ein bisschen wichtiger. Mhm. So. Weil der Zug nach Leo, das seht ihr ja unten rechts, wird schon heftig. Komme ich an diesen Turnstil dran? Nein, leider nicht mit hier 360-Attacken. Mist. Na komm, ja. Da muss man echt aufpassen. Hat zwar nicht so viel Schaden gemacht, aber innerhalb kriege ich den fetten Vieh hinten im Hintergrund ein bisschen runter dabei. Es sind halt sehr tanky. Es sind halt Geo-Charaktere. Ach, komm. Yes! Perfect Guard, haha. Genau deswegen muss dieser Rorte überleben. Mit den Schutzschilder am Anfang ist es schon ziemlich nice. Also. Kriege ich die weg? Attacks Boost wäre vielleicht nicht schlecht. Weil den Golem kriege ich hinten nicht weg. Wenn ich, ja, C kriege ich weg. Das heißt, ja, genau. Sieht man unten rechts, das sind wir 3 Züge hintereinander. Achso, diese Attacke war das. Ich wollte gerade sagen, was passiert denn hier wieder? Wieso sind alle Gegner weg? Ich weiß noch nicht, was es genau macht. Es ist nämlich viel zu selten, dass wir Opfer von dieser Attacke sind. Ach, Ziel ist das. 3 Züge, Alter. Ich muss sie heilen oder es kommt irgendwie ein Heilmittel irgendwo zum Vorschein. Ja, ich komme mit der Attacke nämlich nicht durch. Na komm, machen wenigstens den einen weg. Komm, drop dieses Item, was einen heilen kann. Ah, hier können wir sogar viel auf einmal hitten. Ja, da hinten, da seht ihr es. Zack. Das ist mal eine osmanische Schelle seinem Vater gegeben, mit fast 6000 Crit. So, neue Gegner? Ja. Wie kriege ich... Warte, wer ist als nächstes? E unter anderem. Ah, die Golem sollte ich aber auch vielleicht... Na komm, machen wir es. So treffe ich mehrere von den Golems im Hintergrund. So viel Schaden mache ich nämlich nicht, um die so irgendwie one zu hitten oder zumindest mit 2 Hits die down zu kriegen. B, E und A. A kriege ich, B kriege ich, E nicht. Aber immerhin dauert es nicht so lange, bis wir wieder am Zug sind. Ich muss halt immer gucken, wie es halt unten rechts aussieht. Es ist nicht einfach so blind links einfach hier drauf zu smashen, was man zwar machen könnte, aber wenn ich jetzt zum Beispiel H und E weghauen würde, wäre natürlich ideal, aber... Soll ich zum Beispiel jetzt gar keinen weghauen? D, G, H und E, das sind unter anderem die Golems. Okay. Turnstil ist da oben, habe ich gar nicht gesehen. So, dann kann ich ein bisschen die Züge abbauen unten rechts. So.
Jetzt habe ich Eis, Eis, Eis. Ja, mit Attack Boost, der kriege ich weg. Ah, J ist gar nicht aufgelistet, das heißt, ich mache die drei. Wie, egal, diesen Einzug. Mach noch eins zum Gegner. Hm, lasst mich checken. F kriege ich nicht weg wahrscheinlich, ist aber nicht so schlimm. H kriege ich gehittet. Ja, krass dafür, dass wir 38 sind so um den Dreh und das ist für 37 ausgelegt. Dauert es trotzdem ein bisschen länger mit der Dimension Box rumzuspielen. H und E. H kriege ich vielleicht weg. E noch nicht, aber E hat jetzt auch nicht mehr so viel, meiner Meinung nach. Gut, da kommen noch seine besten Freunde. Turnsteel. E. Wenn ich E wegkriege, na, Turnsteel will ich haben. Und, na, komm schon, lass mich genau da in die Mitte setzen. Alter, 8000. So. Turnsteel. Weil ich ja nur linear, sollte ich es gleich so machen, dass ich nach dem Roboter den F wegkriege. Gemisst. Ich habe G gemisst. Suboptimal. Okay, gut. Schauen wir uns das mal an. Was könnten wir denn jetzt alles rausholen? Turnsteel kriege ich dann. So, wie viel würde ich hin? Ich krieg Attacks. Ich kriege Turn. Wer ist als nächstes I? I, 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 I. Wo steht I? Ach, da oben, der Golem. Ah, okay. Mhm. I kriege ich nicht ausgeschaltet. Wo ist G? Wer ist von den G? Das fette Vieh, ne? Mhm. Wenn ich aber L und J wegkriege, die sind jetzt alle sehr verteilt in den Zügen. Also habe ich es richtig attackiert vorher. Weil sind da, wir haben jetzt halt keine lange Phase, wo da irgendwie 10 Attacks von den Gegnern hinterherkommen. Sondern wirklich immer wieder mal einen und so. Da ist es ein bisschen entspannter. Nur das kann man ja vorher nicht riechen, ne? Also das muss man echt drauf achten, wie man das macht. Turnsteel, komm. Krieg ich einen Golem weg? Yes. So, next step, G. G ist das fette Vieh hier vorne. Wo ist I? I war das da hinten. Komm, machen wir so. So, komm, gib mir... Oh, warte, das ist ein Turnsteel. So. Ah, jetzt sieht man unten rechts wieder C, E, B, F und G. Also wieder ein bisschen was Längeres. Aber gib mir bitte den I. So. Ah, nee, das war das Item für den Attacksboost. Ach, never mind, Alter. Ich sag ja, das ist so... Ich denke, dann blitzt da sowas auf, dass es dann der Gegner ist. Aber dann, nö, ist es nicht. So kriege ich... Na, wenn ich Turnsteel kriege, dann könnte ich versuchen, das fette Vieh hinten wegzuhauen. Dann habe ich nämlich einen Zug gewonnen, ohne gehittet zu werden. Es ist halt die Frage, ob ich den auch umhaue. Yes, okay, gut. Roboter und Leo. CBFG, ich muss mich auf diese fetten fliegenden Viecher konzentrieren. So, Turnsteel, Attacks Boost. Mhm. Ich könnte genauso nochmal attackieren. Yes, das fette Vieh weg. Golem zwar nicht, aber ist auch nicht so schlimm. Direkt Turnsteel in einer Reihe mit Leos Attacke. Komm, ich krieg das so nicht hin. Okay, ich muss so attackieren. Bleibt nichts anderes übrig. Mhm. Hm. Rasten wir vielleicht mal richtig krass brutal aus. So. Der hat sich geheilt durch was? Naja, egal. Warum kriege ich beide weg? Yes, okay. War jetzt nicht so schwer, hat aber trotzdem einiges an MPs und ein bisschen Leben verloren. Okay, dann heilen wir uns mal durch, weil das ist mir zu riskant, wenn wir in einer unbekannten Region sind. Dann kennen wir halt die Gegner nämlich nicht. So. So.
ich habe nicht mehr viel von den Small. Wo befinde ich mich? Ach, da oben. Okay. Ne. Joystick. Im Center, wenn wir dort angekommen sind, gibt es bestimmt so einen Save Point. Do you hear that? Oh. Is that someone's voice? Ja, ich vermute Böses. Ich vermute, dass das vielleicht wie bei Valheim dieser Eisgolem sein könnte. Also so klingt das für mich fast. Aber hier ist er linear alles. Na gut. Hätte ich mich eben nicht heilen müssen. Naja, gut. So ist es halt so. Hätte ich den Healstone einsetzen können, aber naja. Gut, ich würde sagen, hier machen wir einen Cut, weil ich kann mir gut vorstellen, dass da was Längeres kommt. Wie es dann weitergeht, werdet ihr dann dementsprechend in den nächsten Episoden sehen und erfahren. Deswegen empfehle ich euch, ein Abo dazulassen, denn so könnt ihr nichts verpassen und gleichzeitig supportet ihr mich ziemlich nice hier auf YouTube. Folgt mir auf meinen Social Media Kanälen, die ich ebenfalls verlinkt habe, denn dort poste ich Sahne von anderen Spielen. Ansonsten like, dislike, kommentiert meine Videos, Fragen, Anmerkungen, was auch immer. Ich versuche es in der Regel auch zu beantworten und würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.